Liebe Freunde der Finanzmarktrunde und liebe Freunde von Aiondo, der Börsentag in Nürnberg ist vorbei, ist geschafft. Als nächstes steht als großes Messeereignis die World of Trading Mitte, Ende November in Frankfurt an. Aber Aiondo hat auf dem Börsentag in Nürnberg einen Vortrag angeboten zum Thema Bitcoin, den ich netterweise halten durfte und wo wir natürlich auch ein bisschen Querverweise und Cross-Werbung, wenn man so will, für unsere Finanzmarktrunde gemacht haben. Also in diesem Sinne herzlich willkommen allen, die heute bei der Finanzmarktrunde um 18 Uhr einschalten werden. Und natürlich werden wir auch da dieses Mal auch mal mit Blick auf die Charts auf Bitcoin eingehen. Der Vortrag war rappelvoll und es zeigte sich aber auch, wie unterschiedlich noch die Wissensstände rund um Kryptowährungen sind und auch um die Risiken oder die Chancen vor allen Dingen, die sich damit bieten. Bei Aiondo jedenfalls kann man Bitcoin handeln, Bitcoin zum Euro, Bitcoin zum Dollar. Also da haben sich vielfältige Möglichkeiten und wer einfach seit Aiondo da dieses Paar anbietet, long gegangen ist, Bitcoin, und den Stop ganz, ganz weit nach unten gesetzt hat, einfach nur dabei geblieben ist, der kann sich ja massiv freuen, denn eigentlich geht es ja mehr oder weniger nur nach oben seit Wochen und Monaten. Und das wird eines unserer Themen sein. Ebenso natürlich Quartalssaison in den USA, sie ist angelaufen und im Moment ist sie bisher noch so aufregend wie die Bewegung hier am Grünauer See bei Berlin. Dem See bei Grünau, präzise gesagt, wo auch, so wie ich das sehe, hier immer Ruderregatten stattfinden und wo fleißig trainiert wird, aber wo der Markt momentan, selbst mitten in der US-Berichtssaison, so volatil ist wie dieser See hier und so, ja, wellenartig sieht das Ganze aus beim VDAX. Den VIX bzw. die Vola auf die USA kann man ja bei Aiondo auch handeln und da war in den letzten Monaten eigentlich eins immer die richtige Sichtweise, wenn die Vola mal angesprungen ist, Short gehen, damit konnte man einen guten Taler verdienen. Also wird das weiter so bleiben, dass wir September keinen Crash-Monat hatten, Oktober auch keinen Crash-Monat und die Jahresendrallye vielleicht schon mindestens 50% gelaufen ist oder noch mehr und dass das gilt, was eigentlich seit dem Frühjahr schon der Fall ist. Wir bauen diese Niedrigstände in VDAX New und der Volatilität dann immer über eine Seitwärtsbewegung am Markt ab und es fehlen einfach die deutlichen Rücksetzer. Da müsste man rückblickend sagen, die 11,59, die wir hatten, das war einfach die zweite große Einstiegsgelegenheit in diesem Jahr. All das werden wir thematisieren, Mittwochabend ab 18 Uhr und mit himmelblauen Grüßen vom See bei Grünau wünsche ich gutes Trading und freue mich auf 18 Uhr, wenn Sie alle dabei sind. Bis dann!